So, die letzten zwei GFs fehlen uns noch und die geilste von allen holen wir uns jetzt, und zwar Bahamut. Und Bahamut ist ganz, 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 ganz hier unten. Oh, Slack. Ganz hier unten auf der Forschungsinsel. Da. Genau in der Ecke. Wenn er darauf landet, gibt es eine kleine Sequenz. Oder auch nicht? Doch. So, auf der Insel gibt es also Bahamut. Und eigentlich, wenn man Xell im Team hat, dann gibt es ja noch so eine extra Sequenz. Und Xell hat ja immer so ein bisschen Plan von allen. Und der erklärt dir nochmal, was das hier alles sein soll, genau. So, rein. Ich bin nicht mal sicher, ob ich das schaffe. Alles runtergekommen. Alles total vermodert hier. Die Lichtsäule ist unser Ziel. Wenn wir näher herangehen, wissen wir wohl mehr. Genau. So. Oh. Das blasse Licht führt in den Tod. Kein Schritt weiter. Bla bla bla. Nein! So, jetzt nochmal alles in Ruhe durchgehen hier. Was ganz wichtig ist, ist Gegner 0%. Und der erste Schlag bei Quist ist und Auto hast. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. So, was brauchen wir noch? Einer muss mindestens, obwohl wir können. Genau, wir machen mal. Zauber braucht hier niemand. Item schon. Stürm braucht hier auch niemand. Item ja. Zauberstärke. Eigentlich braucht niemand das. Ich brauche eigentlich nur einen Aurastein. Aurastein, habe ich sowas? Ekelhaft. Habe ich einen Aurastein? Hier. Zwei Stück. Okay. Ansonsten muss irgendjemand doch Zauber lassen. Oh, scheiße. Okay. Dann bekommt Irvine. Alle hasst. Ne, nicht hasst. Alle Aura-Zauber. Ach, der hat schon welche. Na, egal. So, Irvine und Akio voll. Scheiße. Full, der hat schon 10.000 AP, Irvine nicht. Brauchen wir aber auch nicht. Was haben wir mit dem hier? Stärke plus, HP plus. Kontern ist vielleicht nicht schlecht. Ja. Irvine hat was? Stärke plus, Erstschlag. So. Und hier ist ganz wichtig, nur laufen, wenn die Säule nicht leuchtet. Sobald die leuchtet und man läuft, dann wird man sofort angegriffen. Das kann eine Weile dauern jetzt. Schwul. Ihr scheint hier Resonanz erfasst zu haben. Ja. Das soll so viel bedeuten wie, ihr habt kapiert. Oder so. Ja, nee, Funny Mario. Das Ding ist, der Kampf gegen Bahamut selber ist nicht das Schwere, sondern die zwei Gegner davor. Davor muss man nämlich gegen zwei Ruprum-Drachen kämpfen. Und sobald der Kampf beginnt und die sofort hoch machen, bist du tot, egal wie viel Life du hast. Das ist alles so eine Glückssache mit ein bisschen.
So, reicht das schon? Ja. So, erstmal wird mal die erste Antwort, es ist nicht mein Wille. Und dann folgt der erste Kampf gegen den Rubrum-Drachen. Und deswegen auch Erstschlag und Autohast mit Quistis. Und im gelben Bereich muss sie halt liegen. Für ihren Desionator. Okay, das war's schon. Scheiße. Am besten man greift dich am Anfang physisch an. Dann hast du mal kurz Ruhe. Volker, bitte nicht auf Quistis. Bitte. Okay, perfekt. Der ist schon mal weg. Das Ding ist, ich habe auch die Kampfgeschwindigkeit auf extrem hoch. Normal spielt man bei solchen Bossen auf ganz, ganz niedrig. Aber ich will das nicht. Ich will das so schaffen. So, das war Nummer 1. Na, ah, Mensch, habe ich ein hohes Level. Kampfbrocken. So, das war Nummer 1 und der zweite folgt zugleich. Dann wählt man die zweite Antwort. Nein, auf keinen Fall. Neu! Diesmal machen wir es anders, diesmal schauen wir gar nichts. Diesmal machen wir gleich Aura stellt auf Squall und einmal auf Irvine. Und dann sollte das funktionieren irgendwie. Wir probieren gleich mal auf Irvine. Und dann nehme ich gleich... Pff, was nehme ich denn? Keine Ahnung, was ich von der Muni nehme. Stahlmuni. Und der andere geht auf mich. Naja, mach's gut. Mann, ich brauche Melden, ey, verdammt. Oh. Guck an. Das ist ja nicht schlecht. Nicht auf Irr, nein. Nicht auf Irr, nein. So, jetzt brauche ich Glück. Nein! Naja, gut, okay, alles klar. Konnte erstmal. Fuck, ich brauche Melden, ey. Oh, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Das war's? Das war's schon? Nee, oder? Das war doch jetzt ein Witz, oder? Tatsächlich. Das war's. Wie dumm? Oh, geil. Stärke plus 60%. Bahamut-Karte. Und die ist verdammt wichtig, die Karte. Nicht zum Spielen, aber zum Umwandeln. Zeige ich euch gleich. So, Bahamut. So. Und wieder habt ihr euch den Weg erkämpft. Höchst interessant. So. Jetzt Vorsicht, Achtung. Ability. Kartenwandler. Wo ist... Hier, Bahamut. Final Elixier mal 100. Ein Final Elixier bewirkt, dass alle im Kampf 10.000 AP wieder hochbekommen. Das ist voll krank. So. Nachdem Bahamut gestorben ist, oder sich uns angeschlossen hat, besser gesagt, hat er hier so ein Loch hinterlassen. Und dort geht's zu Ultima Weapon runter. Das zeige ich dann auch gleich. Aber dazu müssen wir erst nochmal auf der Bahamut ein bisschen rumfliegen und dann hängt da so ein Seil runter und dann können wir erst da runter. Das geht jetzt noch nicht. Ah, geil. Was kann der alles? Da kann Superwandler, das weiß ich ja. Rarität. Ah, Superwandler haben wir schon. Erzeugt verbotene Zauber.
Superwandler. Hier. Aus einem entsteht Ultima mal 3. Ultima. Meteor. Das ist cool. Aus einem entsteht Ultima mal 3. Ich weiß auch, wo man die ganz schön herbekommt. Das werde ich, denke ich, mal als nächstes zeigen. Das machen wir gleich mal. So. Dann hat Irvine schon mal... Was hat der für eine Angriffskraft? 227, ja, perfekt. Und was lernen wir jetzt Ultima? Bahamut? Rauben? Nee. Autoprotest auf jeden Fall als erstes. Und ansonsten, ja, mal gucken. Gut, also ich zeige jetzt erst einmal, wie man ganz schnell an Energiekristalle kommt. Im nächsten Part. René Kackert.